Gosh, fokussier doch. Leute, ist meine Katze normal? I think no. In letzter Zeit voll im Englisch-Flow. Ich weiß nicht warum, voll oft. Was guckst du so? Voll oft bin ich so. Rede ich einfach so Englisch. Ich habe schon wieder was Englisches gesagt, aber das habe ich rausgeschnitten. Leute, oh mein Gott, ist das süß. Gebt euch mal. Wie sie mich anschaut. Ich glaube, wir haben so die unnormalsten Katzen, die es gibt. Wirklich. Ich kann alles mit diesen Katzen machen. Alles. Aber sie kratzen nicht, sie beißen nicht, nichts machen sie. Außer wenn du halt richtig, richtig nervst. Aber du kannst sie rumschl. Okay, gut. Gut. I'm sorry. Ich bin nicht scheiße zu meinen Katzen. Aber manchmal muss man einfach so die so richtig nehmen und knuddeln. Weil, kennt ihr diese Anfälle, die ihr habt? Manchmal, wenn ihr sowas Süßes seht und ihr müsst einfach, ihr müsst reinbeißen oder irgendwie sowas. Ja, und das habe ich manchmal mit den Katzen, dann muss ich die so nehmen und ganz fest drücken. Also nicht so, dass sie keine Luft kriegen, aber jo. Heute mache ich ein bisschen Lazy Day mit dieser süßen Katze. Ach, übrigens, ich habe hier Creme drauf. Ich habe mir gestern eine neue Creme geholt. Ich habe die gerade hier. Von Baby Love. Gibt es bei DM einmal in der großen Tube und einmal in der Tube. Die kostet 45 Cent. Die große, glaube ich, 1,50 oder so. Und ich folge so ein paar Seiten auf Instagram, wo halt draufsteht, wo die halt so Tipps geben für, keine Ahnung, Tipps gegen Pickel, Tipps für das oder Tipps, wo man die beste Kleidung bekommt oder sowas halt. Und der folge ich halt. Und da habe ich das gesehen und dachte mir so, okay, eigentlich mache ich nichts gegen meine Pickel, aber ich habe in letzter Zeit so viele bekommen, weil ich halt schwitze oder vielleicht, weil ich mein Shampoo nicht richtig auswasche, ich weiß nicht, aber nur am Ansatz. Ich habe wirklich hier habe ich ein paar und hier halt irgendwie am meisten und halt hier so richtig am Ansatz, sonst habe ich halt gar keine Pickel. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, das ist irgendwie so seit neuestem, auch so seit Sommer, dass ich irgendwie voll viele Pickel am Ansatz bekommen habe. Es kann halt wirklich sein, dass es am Schwitzen liegt. Weil ich schwitze halt voll oft hier so am Ansatz bei meinen Haaren. Aber es ist halt auch komisch. Und jetzt versuche ich halt ein bisschen das zu schonen, nicht so viel Make-up oder so drauf zu klatschen. Auch wenn ich das ja eh nie mache. Aber wenn ich es dann so Rötungen habe, dann mache ich halt auch Concealer drauf. Und das versuche ich jetzt halt zu lassen. Und so ein bisschen zu schonen. And ja, in der Woche geht's in Urlaub. Genau in der Woche. Nächsten Woche Sonntag am 14. Ich freue mich so unglaublich doll auf diesen Urlaub. Ich habe so Bock auf einfach nur chillen, essen und jeden Tag was trinken gehen. Also Cocktails trinken oder so. Halt, weil wir haben All-Inclusive in Griechenland und ach, ich liebe das so, wenn man einfach am Pool liegt. Ich bin halt voll der Poolmensch. Wenn man einfach am Pool liegt und einfach gammeln kann. Und ich glaube, ich lese wieder ein Buch. Das habe ich auch letzten Urlaub gelesen, aber ich habe es halt nicht zu Ende bekommen. Mein Boyfriend ruft mich an. Ja. Schön, dass mein Freund anruft und ich danach einfach gar keine Ahnung mehr habe, was ich gerade gesagt habe. Tut mir leid an alle, die den Satz noch hören wollten. Ich weiß gar nicht, vielleicht war es auch gar kein interessanter. Ich schwitze. Ich habe, also mein Freund kommt in einer Stunde, fährt er los, glaube ich. Ich schaue jetzt mit meiner Mutter noch Soku. Ich habe gerade nichts zu tun. Das Video lädt, das heißt, ich kann nicht wirklich was an meinem Laptop machen, weil er sonst abstürzt und darauf habe ich keine Lust. Das Video braucht noch 2 Stunden, damit das Video auf meinem Computer ist und dann kann ich es erst privat hochladen. Und ich habe neulich mit Nona geredet, als sie hier war und sie meinte, ja, bei ihr dauert das insgesamt alles so höchstens, also längstens 1 Stunde. Und ich war so, aua, bei mir dauert es gefühlte 6 Stunden. Nee, nicht gefühlte. Bei mir dauert es 6 Stunden. Und ich weiß nicht, sie meinte wegen meinem WLAN, sie meinte, das liegt wahrscheinlich an meinem WLAN.
Keine Ahnung, es nervt mich einfach nur richtig. Weißt, wisst ihr, deswegen habe ich auch nicht so viel Motivation, was zu schneiden, weil ich weiß, dass danach es noch 6 Stunden braucht und ich es dann erst hochladen kann. Das ist einfach. Ich habe einfach keinen Bock darauf. Ich ziehe mir jetzt einen Top an. Ich habe das hier. Ich ziehe mir jetzt einen Top an. Das übrigens ist so super, super süß. Habe ich von Primark gekauft. Es hat irgendwie 2 oder 3 € gekostet und es hat so süße Blumen hier und das sieht so süß aus. Und es passt, also es sitzt auch schön, nicht irgendwie viel Ausschnitt oder so. Es sitzt halt wirklich perfekt. Das sitzt so und ich finde es so süß mit diesen 3 Blümchen. Morgen, Leute. Ich bin wieder back. Es ist mittlerweile 3 Uhr. Nee, 13 Uhr, sorry. Ich werde jetzt den Vlog nochmal hochladen, weil er gestern Abend, also den Vlog, den ich gestern geschnitten habe, habe ich versucht zu rendern, ist aber dann bei der Hälfte nach 2 Stunden abgebrochen. Jetzt muss ich es nochmal neu machen, alles. Versteht ihr jetzt alle, warum ich keinen Bock habe, diese Kacke zu machen, überhaupt Videos zu schneiden oder so? Ich habe einfach keinen Bock drauf. Es dauert einfach so lange. Deswegen werde ich mir demnächst safe ein MacBook kaufen, so safe. Und ich werde meine Mutter überreden, irgendwie besseres WLAN hier zu machen, weil das ist auch nämlich für den Arsch. Also es ist schon länger geplant, dass wir das hier neu machen. Und ja, wie gesagt, jetzt werde ich das nochmal neu hochladen. Komplett fucked up. Aber was soll man machen? Besseres gibt es hier leider nicht gerade. Ich könnte es versuchen mit meinem Bruder, von meinem Bruder den Laptop zu benutzen, aber der ist da fast immer dran. Ich habe gestern Abend, hätte ich noch vloggen können, mein Freund war ja da. Ich musste dann aber gehen, weil irgendwie eine Cousine im Restaurant von seinem Vater war. Und da sollte er dann hin und war 3 Stunden einfach weg. Und dann ist er wieder gekommen und dann haben wir noch ein bisschen YouTube geschaut. Außerdem wird demnächst das erste Mal eine Reaction kommen. Einfach so richtig, eine richtig geile, könnt ihr euch drauf freuen. Das ist im Prinzip eine Unterstützung an 2 Jungs, die ich echt ganz cool, also von denen ich halt die Musik feiere. Und ich hoffe, ihr werdet dabei sein und ich hoffe, ihr werdet sie auch feiern, damit das nicht so irgendwie scheiße ankommt oder so. Und ich hoffe jetzt über alles, dass dieses Video fertig ist. Aber ich habe es gestern noch gespeichert. Ja. Okay, ich muss jetzt nur noch rennen. Außerdem bin ich heute Abend auf einer Hausparty eingeladen. Ich glaube, das wird ganz gut. Und dann bin ich heute Abend, also heute Nacht irgendwann wieder hier. Meine Mutter wird mich wahrscheinlich abholen. Also ich darf nicht alleine nach Hause laufen. Meine Mutter holt mich meistens ab. Oder ich laufe mit anderen Freunden hier hin, die mich halt dann nach Hause bringen. Ja, sonst habe ich jetzt gerade erstmal nichts geplant. Ich hatte überlegt, ins Fitnessstudio zu gehen, weil es echt schön kühles Wetter ist. Aber vorerst werde ich erstmal noch ein bisschen chillen und YouTube schauen oder so. Das bekommt man doch gerne mal geschrieben. Meckes von meinem Bruder. Ich habe, Alter, ich weiß nicht warum. Ich bin irgendwie so müde gewesen vorhin. Ich habe mit meiner Mutter so geschaut. Ich bin so eingepennt. Und wir haben jetzt einfach 4:30 und ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Stunden da so rumgelegen. Ab und zu war ich wach, dann hatte ich irgendwie Kopfschmerzen, dann bin ich wieder eingeschlafen. Und jetzt habe ich so ein Pochen in meinem Kopf. Ich weiß nicht, das ist so komisch. Und ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Ja, mein Bruder hat mir das gerade geschrieben. Ich weiß nicht, wir fahren dann wahrscheinlich gleich zu Mc's. Das Video hat gerendert. Ich bin so glücklich, dass es endlich gerendert hat. Jetzt kann ich es hochladen. Das dauert jetzt ungefähr nochmal 2, 3 Stunden, würde ich mal sagen, weil das Video 22 Minuten lang geht. Okay, wollen wir einfach wetten? Das Video geht mit 2 Stunden lang hochladen. Ne, 3. Ich wette 3. 3 Stunden. 1 Stunde 59, 2, 2 Minuten, 2 Stunden, 2,5. Okay. Wow. 2 Stunden und 5 Minuten. Also ganz weird. Oh mein Gott. Was habe ich mir gerade rausgerissen? Ach du Kacke.
Ich habe so Haarausfall. Scheiße. Ich weiß ja, die Kommentare sind ja ausgeschaltet, aber ich bin ja jetzt in einer Woche im Urlaub und ich würde halt ein Video machen, glaube ich, wo ich so alles zusammenschneide mit Musik halt. Da muss ich nur halt wissen, ob ihr das lieber feiert, ob das so wie ich schon mal in Mallorca gemacht habe, zum Beispiel mit Emily, ob ich sowas hochladen soll oder ob ich lieber einen Vlog machen soll, wobei das halt wirklich gar keinen Sinn macht, weil im Urlaub so, da macht man halt wirklich nichts außer rumgammeln. Deswegen weiß ich nicht, glaube ich, tendiere ich mehr zu so einem Video mit Musik drüber. Aber ich frage nochmal bei Instagram und genau deswegen folgt mir gerne nochmal auf Instagram, falls du es noch nicht gemacht hast, weil anscheinend haben es noch nicht alle gemacht. Da fehlen noch ungefähr 30.000, wenn es noch nicht alle gemacht haben. Deswegen würde ich sagen, pausiert ihr jetzt mal dieses scheiß Video hier und geht auf Instagram. Please. Und da sage ich halt euch oft auch, dass ihr mir Fragen stellen sollt und so. Und dann habt ihr auch die Möglichkeit, vielleicht in einem Video zu sein. Ich werde das bald alles ein bisschen produktiver machen. Wie nennt man das? Nee. Professioneller auch, wenn ich so Videos mache, dass ich halt die Fragen einblende. Aber ich zum Beispiel weiß einfach nicht, wie ich das machen soll mit diesem scheiß Schnittprogramm, das ich habe. Erstens ist mein Schnittprogramm total scheiße. Da immer Werbung drinne. Ich kann nicht ranzoomen an mein Gesicht, ohne dass oben irgendwie ein Balken ist, ein schwarzer. Es sieht einfach scheiße aus. Und ich werde das alles, wenn mein Vater wieder da ist von dem Projekt, mit ihm machen und wahrscheinlich auch einen neuen Laptop kaufen. Sehr, sehr wahrscheinlich, weil ich raste bei diesem Laptop so aus. Ich habe diesen Laptop schon zum zweiten Mal oder beziehungsweise es wurde schon repariert. Aber es fuckt mich einfach ab und wahrscheinlich kaufe ich mir dann das MacBook eh selber. Also meine Mutter und mein Vater werden vielleicht was dazugeben, aber das ist halt etwas, was ich nicht einfach mal so bekomme. Muss ich halt ein bisschen sparen, aber das klappt schon. Okay, Leute, ich sehe jetzt so aus. Also ganz normal fertig geschminkt. Und mein Outfit, I'm sorry. Ich bin total, es ist alles total unaufgeräumt, aber mein Outfit ist das. Die Hose ist übrigens von Chiquelle. Scheiße. Okay, das mache ich alles morgen unbedingt. Ich muss unbedingt euch noch die ganzen Sachen zeigen, die ich von Chiquelle bekommen habe. Und zwar ist die Hose von Chiquelle, die habe ich mir neu bestellt. Der Gürtel ist von Bershka. Das Top von H&M, das ist dieses gerade geschnittene. Brandy Melville und das hier ist von Urban Outfitters. Der Pullover, der hat so Rosen drauf. In grün. Habe ich halt vorsichtshalber mitgenommen, weil es ziemlich warm draußen ist. Und ich habe zwar jetzt noch 10 Minuten, aber ich werde jetzt schon mal langsam runtergehen. Und ja, mir ist so warm gerade. Ich hoffe, dass es nicht zu warm wird heute Abend. Hey Leute, ich bin wieder back. Es ist jetzt. Wir haben 5 Uhr. Fragt nicht wieso. Ich war auf der Party. Eigentlich wollte mein Bruder mich abholen. Dann war es aber so, dass halt ziemlich viele da schlafen wollten. Dann wollte ich da auch schlafen. Mein Bruder hat halt gesagt, ja, das ist okay, sobald, also dass ich halt weiß, dass der Vater da ist und der Vater war auch da. Nicht wundern. Ich kriege meine Wimperntusche abends irgendwie nie richtig ab. Ich weiß nicht. Ich habe immer dunkle Ränder dann unter meinen Augen. Ich weiß nicht. Ich habe so Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe so Kopfschmerzen. Ich werde jetzt auch gleich noch eine Ibo nehmen. Ich bin dann aber. Wir haben ziemlich lange noch mit dem Vater geredet. Wir haben irgendwie so 2, 3 Stunden mit dem Vater geredet. Das war eigentlich echt amüsant und hat auch Spaß gemacht so. Aber irgendwann war ich so müde und habe ich gesagt: Okay, Leute, irgendjemand, der in die Richtung geht, geht jemand nach Hause? Will jemand mit nach Hause gehen? Weil ich hasse es, irgendwo anders zu schlafen. Ich mag das überhaupt nicht. Ich liege lieber in meinem Bett, als dass ich woanders schlafe, weil ich weiß nicht, hier kann ich besser schlafen, wach dann hier auf und muss nichts irgendwie machen und nicht weggehen und ich fühle mich dann nicht so eklig. Da hätte ich mich jetzt nicht abschminken können und sowas halt. Und deswegen bin ich nach Hause mit einem Freund, der ist halt, hat mich begleitet halt. Und ja, jetzt bin ich hier und ich freue mich so, dass ich hier schlafen kann. Dann schlafe ich halt bis 2 morgen, aber
besser als da zu schlafen bis 8 und dann nach Hause zu gehen und trotzdem, das ist man müde und so. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Ich werde mir jetzt erst noch eine Ibo nehmen, bevor ich schlafe. Meine Katze ist auf jeden Fall schon mal direkt gekommen. Und ja, ich fühle mich einfach so gut jetzt. Zähne geputzt und ich liebe das. Und das war es jetzt dann erstmal für heute für mich. Ich werde jetzt schlafen gehen. Mal schauen, wann ich morgen aufstehe. Ich finde das so, ohne Spaß, ich finde das so schön, nachts oder morgens, richtig früh morgens irgendwie nach Hause zu laufen. Ich weiß nicht, ich finde das so schön, weil alles wird auf einmal hell und es ist so schön frisch und keine Ahnung, ich kann das nicht erklären. Also ich bin so ungefähr vor einer halben Stunde aufgewacht. Ich war jetzt beim Frühstücken, weil ich Hunger hatte. Ja, ich werde jetzt mit meiner Mutter noch Soko schauen, weil sie mich gerade gefragt hatte. Und wir gucken nach einem Siegelring, weil sie hat nämlich einen Siegelring und ich will schon die ganze Zeit einen Siegelring. Ich habe wieder Sachen zugeschickt bekommen von GK und die möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Alle Sachen sind unten in der Infobox verlinkt. Das sind insgesamt 4 Sachen und die werde ich euch jetzt nochmal nacheinander zeigen. Also das erste ist dieses Top. Das habe ich letztes Mal auch bestellt, nur halt in diesem Beige. Das habe ich euch ja gezeigt. Ja, und das habe ich jetzt in Schwarz geholt, weil ich finde, dass das sehr, sehr gut passt und der Stoff auch sehr fest ist. Ich finde halt, von so Basic Tops kann man so nie genug haben und das sitzt perfekt. Nicht zu locker, nicht zu eng. So, ja. Als nächstes habe ich mir diesen Rock ausgesucht. Viele haben in meiner Insta-Story auch gefragt, da hatte ich den an, nämlich mit meinem durchsichtigen Gürtel. Den habe ich auch von Bershka, hatte ich ja auch gestern an. Haben halt gefragt, woher der her ist und der ist von Chiquelle. Ich habe den in 38 genommen, weil ich mir bei Sachen so von Chiquelle immer nicht so sicher bin. Die letzten Mal, als ich Röcke hatte oder Hosen, die waren mir viel zu klein, alt am Bauch und am Po und an den Beinen und so. Deswegen habe ich 38 genommen. Ist ein bisschen lockerer, aber ich finde das besser, weil man kann halt trotzdem Gürtel anziehen. Und ich finde halt besser zu locker als halt zu eng. Und ich finde, es sieht eigentlich ganz cool aus so. Das ist das zweite Teil. Und als nächstes habe ich einen Body ausgesucht. Der sieht so aus. Das ist einfach so ein bräunliches. Ich weiß nicht, das ist so dunkelbraun-grau gemischt. So kann man sagen. Auf dem Bild dachte ich, es wäre so ein Top, nur gerade geschnitten. Ich wusste nicht, dass es ein Body ist. Vielleicht habe ich auch einfach nicht richtig nachgelesen. Und oben, damit es nicht irgendwie wegrutscht, ist hier so ein Gummi. Also so ein Ding, was halt so auf der Haut haftet, damit es nicht runterrutschen kann. Ich ziehe das jetzt gleich mal an mit der Hose, die ich auch noch bestellt habe. Das ist auf jeden Fall eine Hose. Ich mache jetzt mal einen Gürtel drum, damit man mal so sieht, wie es generell aussieht. Also, die Hose habe ich auch in 38 genommen. Die sitzt hier, hat sie ein bisschen viel Stoff, das sieht man vielleicht auch ein bisschen. Aber ich finde, die sitzt so am... Was ich halt bei Boyfriend-Hosen finde ich sehr wichtig finde, ist, dass sie am Po eng sitzen und nicht so zu weit. Und das, finde ich, sitzt sie auf gar keinen Fall. Und unten ist sie... Oh Gott, mein Zimmer ist so unaufgeräumt. Unten ist sie halt so 7/8, würde ich sagen. Also eigentlich eine schöne Länge. Und das Oberteil ist sehr schwer zuzumachen. Und was mich stört, ist, dass das hier nicht eng anliegt. Weil es müsste eigentlich so liegen. Es liegt halt... Es spannt halt zwischen Brust und dem Rest. Das finde ich jetzt nicht so nice. Es sitzt auf jeden Fall nicht so gut. Man könnte es aber trotzdem tragen. Ist halt ein bisschen locker. Das nervt mich halt ein bisschen. Aber sonst ist es sehr gut. Und ja. Wie gesagt, alles ist unten in der Infobox verlinkt. Auch der Shop zur Seite ist verlinkt. Und da könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Und hier wollte ich jetzt nochmal den Pulli gezeigt haben, den ich gestern anhatte. Das war es ja so lang. Und ich hatte halt überlegt, mir eine Radlerhose, also das habe ich ja eh in der Insta-Story gefragt, ob jemand gute Radlerhosen kennt, die halt nicht durchsichtig sind, weil ich hätte halt zu so einem Pulli jetzt eine Radlerhose angezogen, finde ich halt total geil. Und der Pulli ist von Urban Outfitters, der ist in XL, aber ich finde ihn so, so schön. Ich weiß nicht, ich bin so verliebt in diesen Pulli. Hey Friends, wir haben jetzt irgendwie 7 oder so, ich war beim Training, wollte ich nur kurz gesagt haben. Und jetzt werde ich duschen gehen und mich frisch machen, so. Oh ja, genau. Es ist der nächste Tag. Heute habe ich nichts vor.
Und Xavier geht jetzt, ich sehe ihn jetzt für 3 Wochen nicht, oder? Letzte Woche sehen wir uns. Nee. Wann sehen wir uns? Wenn die Schule wieder anfängt. Und wir haben gerade mal Mitte der 2. Woche. So, mein Freund ist jetzt gegangen und jetzt muss ich kurz mich nochmal an den Laptop setzen. Ich muss mich heute um 17 Uhr ein Video hochladen. Ist auch ja alles schon fertig. Ich muss nur noch Thumbnail und was war's noch? Irgendwas anderes muss ich noch machen. Und halt Titel und so. Ich weiß nur noch nicht so ganz, wie ich es nennen soll, weil da ist ja... Okay, also, echt nicht, wie ich ihn nennen soll, weil am Ende, ich verlinke euch einfach das Video unten in der Infobox, aber am Ende ist halt, was mit einem Vogel passiert, ich weiß jetzt echt nicht, wie ich auch das Thumbnail machen soll und so. Ich habe halt nicht wirklich, ich will halt eigentlich meine ganzen Titelbilder schöner gestalten und mehr so... Visco. Ich weiß eh nicht, was es bedeutet, aber ich weiß ungefähr, was das so ist. Also so. Und ich möchte das eigentlich so machen, aber ich krieg's nicht hin mit meinem Programm. Es klappt einfach nicht. Mein Laptop ist auch scheiße und es ist alles einfach not so cool. Und jetzt weiß ich echt nicht, was ich machen soll. Übrigens, ich habe euch ja gesagt, dass ich auf einer Party war. Ich habe einfach gestern... Es ist nichts passiert so, aber ich habe einfach gestern gesehen, dass ich hier so einen richtig dicken blauen Fleck habe. Also richtig dick nicht, aber er ist schon groß und man sieht ihn. Und er hat so richtig komische Punkte, er sieht so komisch aus und das nervt mich voll, weil ich weiß nicht, was da passiert ist. Es war einfach da. Ich glaube, ohne Spaß, manchmal laufe ich einfach, also wandere ich manchmal nachts. Das ist richtig gruselig. Ich habe wohl schon mal die Jalousien hochgemacht. Oder ein Fenster aufgemacht. Und stellt euch mal vor, ich springe einfach aus dem Fenster. Das ist jetzt schon länger her, ich glaube so 2 Jahre her. Da bin ich hier raus. Mein Bruder war zufällig wach in dem Moment. Und ich wollte gerade die Treppe runterlaufen, bin aber irgendwie gestolpert und bin fast die Treppe runtergefallen. Und mein Bruder hat mich noch aufgefangen. So, ja. Deswegen ist es nicht so nice. Also, es sieht jetzt bisher, ich glaube, ich weiß nicht, so aus. Es steht Days in my life und ja, it looks good. So, ja. Ich hoffe, okay, es ist jetzt gerade gekommen. Mal schauen, ob ich das anwenden kann. So Leute, ich habe jetzt alles fertig gemacht. Das Video kommt um 17 Uhr online. Guckt in die Infobox, das Video ist verlinkt. Schaut es euch gerne an, es war eigentlich ein ganz toller Vlog. Finde ich. Das war halt meine letzte Schulwoche und auch mein letzter Schultag. Ein bisschen mitgefilmt. Vielleicht interessiert euch das ja. Und ich werde mir jetzt was zu essen machen. Es ist 14 Uhr. Ich habe noch nichts gegessen. Ich weiß nicht, was los ist. Eigentlich esse ich immer irgendwas schon. Ich habe noch nichts gegessen. Ich werde jetzt mir Nudeln machen. Wer hätte gedacht. 2. Mal in dem Vlog. Und ja, ich werde dann... gucken, wie das so abgeht mit dem Video. Heute Abend gehe ich essen mit meiner Familie und danach treffe ich mich mit Freundinnen, weil ich ja jetzt in Urlaub gehe. Die gehen in Urlaub, deswegen sehen wir uns nicht mehr so oft, deswegen treffe ich mich mit Freundinnen. Und heute Abend schaue ich einfach Netflix und chill ein bisschen. Übermorgen hole ich meinen Vater ab wegen dem Projekt. Es ist schon früher als erwartet, aber ganz sicher werde ich auf meinem Kanal über dieses Projekt noch etwas reden. Also bleibt ganz aktiv hier auf meinem Kanal und ich versuche auch aktiv zu bleiben und versuche euch das auch rechtzeitig alles zu sagen, damit ihr die Neuigkeit erfasst. Ja, ich hole meinen Vater ab vom Flughafen und sehe ihn dann nach 3 Wochen wieder. Geplant waren eigentlich 6 Wochen, aber 3 Wochen ist auch ist es eigentlich... Man kann was sagen. Es ist scheiße, dass es nach 3 Wochen war, aber ich will ihn halt wiedersehen. So kann man sagen, mehr kann ich nicht sagen. Und dann werde ich Freitag wahrscheinlich den Tag mit meinem Vater verbringen. Am Samstag muss ich sehr viel packen. Es ist, was heißt sehr viel? Aber kennt ihr das? Ihr geht so in Urlaub, ihr sagt immer so, ja das und das und für den schicken Abend, dann wenn es kälter ist, wenn es dann bla bla bla. Und in Wirklichkeit ziehe ich jeden Tag das Gleiche an, weil wir nur am Pool sind. Und mehr auch nicht.
Ich bin jetzt fertig. Ich bin zwar jetzt noch nicht ganz satt, aber wir hatten nicht mehr Nudeln und ich hatte jetzt auch keine Lust, noch mal welche zu machen. Ja, ist ja so scheiße. Schokomuffin, der ist von Lefs gebacken. Also ich weiß nicht, wie man sowas fressen kann. Ich habe mir gerade so, ich weiß nicht, ob das der richtige ist. Da gibt es immer zwei, Latte Macchiato und Latte Cappuccino. Einer davon schmeckt mir immer richtig gut. Keine Ahnung, ich habe jetzt einfach den genommen. Mit Brötchen und einen Effekt. Gesundes Mittagessen. Genau. Ich habe um 14 Uhr Nudeln gegessen. Okay. Ich hatte jetzt gerade so Hunger und wollte mir erst eine Pizza bestellen. Meine Mutter wollte das aber nicht. Und dann hat mein Bruder gesagt... Böse, böse Mama, ne? Die möchte doch tatsächlich nicht, dass man um 11 Uhr einfach noch so eine Pizza bestellt. Wo ist das Problem, wenn ich selber bezahle? Darum geht's ja gar nicht. Deswegen, sonst hätte ich dich ja bestellen lassen. Also, und dann hat mein Bruder gesagt, er hat was gemacht. Und das sieht eigentlich echt geil aus. Und es ist gesund, also. Ja, back. Ich war kurz im Mediamarkt, ich habe jetzt geschaut und zwar kostet beim Mediamarkt ein MacBook Air, also Pro ist halt mir einfach viel zu teuer. Also als ob ich 2000 Euro für so einen scheiß Laptop ausgebe. Deswegen habe ich mich für Air entschieden halt, das günstigere. Ich weiß, ich kenne den Unterschied von den beiden nicht. Ich denke, es ist schon ein großer, aber ich denke, also mir reicht ja im Prinzip der, den ich jetzt schon habe. Nur, dass der halt einfach viel zu langsam ist und ich halt einen brauche, der ein besseres Laufwerk hat oder wie auch immer man das nennt. Und deswegen habe ich mich fürs Air entschieden, halt dieser ganz normale, glaube ich. Aber wenn, dann halt in Schwarz, weil ich finde das Silber zwar schöner, aber ich finde, das sieht irgendwie so billig aus. Also das Gestell vorne sieht irgendwie nicht so schön aus. Bei Silber. Das sieht so Plastik aus. Ich werde aber davor auf jeden Fall mit meinem Vater nochmal bei eBay Kleinanzeigen oder sonst was schauen, ob wir da einen gebrauchten finden, weil das absolut viel zu viel Geld ist. Und wenn ich es mir zu Weihnachten wünsche, denke ich mal, muss ich trotzdem Geld dazugeben, was ich auch okay fände, weil es ist halt schon viel Geld. Oder ich spare halt jetzt längere Zeit drauf. Und guck halt zwischendurch bei Black Friday auch mal, wie das da ist. Aber ich glaube nicht, dass man bei Black Friday auch den Studentenrabatt anwenden kann. Deswegen weiß ich irgendwie nicht so genau. Ich werde das aber auf jeden Fall im Auge behalten. Und vielleicht gehen die Preise auch bald runter noch ein bisschen. Ich werde das jetzt alles ein bisschen im Auge behalten. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich noch dieses Jahr den Laptop bekomme, sondern dass ich halt jetzt entweder spare oder mir das zu Weihnachten wünsche, obwohl ich schon eigentlich einen anderen Wunsch hatte. Aber es ist halt schon was Wichtiges und dadurch, dass ich jetzt auch momentan halt aktiv bleibe, es nervt einfach und ich habe absolut null Motivation, irgendwas zu schneiden, wenn ich weiß, ich brauche noch einen Tag dafür, bis ich es dann wirklich hochladen kann. Und darauf habe ich halt wirklich keine Lust und genau deswegen werde ich es jetzt machen. Es tut mir leid, dass ich euch so nerve mit diesem Thema, aber ich möchte halt auch, dass wenn, also ihr könnt mir gerne über Instagram schreiben, meine Social Media ist alle unten in der Infobox verlinkt, was ihr davon haltet, ob ihr vielleicht noch eine bessere Alternative zu Apple hättet, wobei ich halt das Gefühl habe, dass jeder YouTuber mit einem MacBook schneidet und deswegen habe ich halt mich speziell, hatte ich ein spezielles Auge dafür halt. Aber trotzdem könnt ihr mir gerne mal schreiben, was ich machen kann, ob ich irgendwo schauen kann, wo es gut ist, ob ich noch warten soll, bis es vielleicht runtergeht, der Preis. Und ich werde jetzt heute nichts mehr machen, außer essen gehen und meinen Vater morgen vom Flughafen abholen. Deswegen werde ich später einen neuen Vlog starten und den hier jetzt beenden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben oder vielleicht auch nach unten. Das ist Wayne. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Vor allem bin ich bald im Urlaub. Ich freue mich so. Oh mein Gott, ich freue mich so unglaublich. Und ja, ich habe euch lieb. Muah.